Gra, Eindringlinge! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu No Man's Sky. Heute habe ich ein schönes Exotic-Schiff für euch. Machen wir uns mal auf den Weg. Ich zeige euch, wie ihr hinfindet. Als erstes braucht ihr natürlich ein Portal und wir geben die Glyphensequenz ein. Wir brauchen den Sonnenuntergang, einen zweiten Sonnenuntergang, das Tipi-Zelt, den Ballon, noch einen Sonnenuntergang, den Mond, das Schiff, noch ein Schiff, die Spinne, die Rakete, den Ballon und zu guter Letzt den vertrockneten Baum. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Los geht's. Auf dem Planeten Dagonak angekommen, steigt in euer Schiff und schaut euch erstmal um. Und dann seht ihr eine Kommunikationsstation, die markiert euch die Location des Schiffs. Ich nehme mal die Abkürzung über den Weltraum, wie immer, ist schneller. Und diesmal ist das Schiff offensichtlich unter Wasser, aber wir haben Glück, denn es ist eine kleine Insel direkt daneben, auf der können wir landen. Und dann brauchen wir nur noch zu der Kommunikationsstation hinschwimmen. Und da ist unser Exotic. Eins mit der hohen Finne. In Orange. Das könnt ihr jetzt hier für euch beanspruchen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es reparieren. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit eurem neuen Spielzeug. Guten Flug. Tschüssi.